Dieses Schaf willst du niemals auf deinem Computer sehen. Erinnerst du dich noch an Sheep.exe? Hierbei handelt es sich um ein Scherzprogramm. Das kannst du dir herunterladen und anschließend läuft so ein kleines Schaf auf deinem Desktop. Nicht nur eins, es können sogar unzählige werden und die laufen dann überall lang. Die fangen an, irgendein Gras zu knabbern, die fangen an, plötzlich auf deinen Ordnern lang zu laufen und die Schafsherde läuft überall dahin, wo du es eigentlich nicht gebrauchen kannst. Du kannst sie zwar mit der Maus packen, kannst sie dann noch irgendwo hin tun, aber entfernen kannst du sie mit der Maus nicht. Das Gute ist, hier handelt es sich um ein Scherzprogramm. Das heißt, du kannst das ganze Programm auch ganz easy wieder schließen und anschließend kannst du es auch sogar deinstallieren. Das heißt, bei diesem Desktop-Animal ist es wirklich nicht so schlimm. Ja, das ist auch eins der ersten. Ich hatte das damals schon unter Windows 95, da haben mir das Freunde gezeigt und ich fand es ehrlich gesagt ziemlich cool. Hab das auch ein paar Mal gehabt, aber letztendlich, wenn du produktiv sein möchtest am Computer, dann ist es natürlich nichts. Ja, es kann halt ganz süß sein und hier ist es auf jeden Fall, so war es damals, 1995, 98 oder so, als ich das ausprobiert habe, da war es jetzt nicht super gefährlich. Ich habe es aber seitdem nicht mehr selber ausprobiert. Also dementsprechend keine Gewähr und ich würde mir sowas heutzutage auf keinen Fall mehr runterladen. Aber witzig war es damals auf jeden Fall.